So, herzlich willkommen zurück zu Doom 2 Valiant. Ja, und wir sind immer noch bei Precipice. Und müssen mal gucken, wo. Februar 238 muss ja der sein. Ja, dann ist das der Februar mit 238. So, dann waren wir hier stehen geblieben. Ja, ich erinnere mich auch. So. Hi, Spinne. Ach, stimmt, ihr wart tatsächlich auch hier, ja. Ich glaube, die hatten wir das letzte Mal auch schon gesehen. Und der Pain Elemental, genau. Oh, noch einer. So, überstanden. Alles halb so wild. Das können wir direkt überspeichern. Das machen wir mal hier. Ich würde sagen hier. So. Schön weit oben. Das Level kann gar nicht mehr lang sein. Von daher könnte das eventuell ein kurzer Part werden, weil ich glaube nicht, dass dieses Level noch ewig geht. So, hier haben wir auch alles geholt. Was ist das da für ein lustiges Dingens? Ja, ich vermisse natürlich noch die Secrets wie sonst was. Jedenfalls sind manche schon gar nicht mehr erreichbar. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Naja, doch, vielleicht mit den... Teleportern. Warum bekomme ich das? Lieber mit damit ausstatten. Ohne BFG. Da ist ein Schalter. Gute Idee war. Es sind aber eigentlich gar nicht so viele, ne? Ich hätte mal speichern sollen. Ich tue nicht oft genug speichern, seht ihr ja? Jetzt habe ich die Rakete. Ne, die Rakete bleibt da nicht liegen. Das sehe ich gar nicht ein. Ich brauche jede Rakete. Warum ist das jetzt so schlecht aufgekommen? Was mache ich da für einen Unsinn? So. Das nach oben mit dir. Come on, du hättest doch da. Nee, Doomguy kann das nicht. Ach, come on, ich hätte es definitiv speichern sollen. War klar, dass ich das jetzt hier wieder faile hier. So, bloß speichern. Bloß reinhacken hier. So. Gut. So, was macht dieser Schalt? Ach, ernsthaft, für mehr ist er nicht zuständig. Naja. Wie kriege ich die BFG? Die ist ein Secret. Wie kriege ich die jetzt? Die würde ich jetzt sehr gerne haben. Ja, da kommen sie ja schon. Ich denke an diesen blöden Schalter fest, der hinter mir ist. Ich glaube es einfach nicht. Ja, vielleicht hätte ich doch mal eine größere Ding jetzt nehmen sollen. So, aber was hat der Schalter jetzt gemacht? Vor allem viel wichtiger ist, wie komme ich an die BFG? Ja, hier geht's raus. Hier, aber die BFG habe ich trotzdem immer noch nicht. Und hier ist das Exit. Toll.
ganz wunderbar. Hier gibt's eine BFG, aber ich komm nicht ran. Das ist äußerst ungünstig, finde ich. Nicht wieder hier. Da leben auch noch Gegner. Das kommt auch noch hinzu. Jetzt heißt es, die Secrets finden, weil alles andere scheint erledigt zu sein. Na gut, dann speichere ich das mal hier rauf. Und eventuell muss ich das wieder alleine gucken. Das jetzt zu lange dauert, die zu finden. Ja, die Soulsphere, das ist natürlich auch noch so eine Sache, wie man daran kommt. Ja, Soulsphere und BFG, das ist die einzige Aufgabe, die wir haben. Bisher noch nicht erfüllt kriegen. Die BFG kann ja nur eines der Teleporter da unten sein, vielleicht. Also das könnte ich mir noch vorstellen. Gut. Ja, hinten war ja die Soulsphere. Tja, wie kommt man da hin? Gute Frage. Das wird vermutlich nicht. Nee, hier gibt es ja auch mehrere dieser Pentagramme. Also ich glaube nicht, dass es diesmal sowas ist. Aber wie kommt man da hin? Tja, eventuell muss ich das tatsächlich gleich wieder alleine nachgucken. Wie man das schaffen könnte. Könnte das nicht den Fahrstuhl sein hier? Und doch rauskriegen, oder? Wenn man da rankommt. Das macht einen ganz verrückt. Tja. Das ist echt ein Witz. Was übersehe ich hier? Okay, ich werde es alleine rausfinden müssen. Sehr schade. Na gut, ich will euch nicht lange aufhalten. Ich gucke eben kurz alleine. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja. Ich habe die Secrets sogar ohne Hilfe gefunden. So, und zwar ist das einmal hier. Der Schalter hier. So. Dann bekommen wir das lustige Ding. Mal gucken. Ach, ich sehe. Scheiße. Ach, der bleibt nicht auf. Der ist ja witzig. Ah, kriegt man aber noch mal hin. Sehe scheißegal. Weil wir sind ja eh durch mit dem Level, ne? Seht ihr vollkommen genauso. So, und dann müssen wir hier noch hoch. Und das letzte holen. So. Na, dann muss ich natürlich diese blöde Reise wieder hier machen. Lieber mal hier speichern, weil da fail ich immer so gerne. Zum Beispiel so. Vielleicht direkt drauf rein zu, vielleicht, das wäre so cool. Ja, kommt man. What the fuck, im Ernst. So much fail. Na, der Schwung reicht nicht. Ich muss hier mehr Schwung. Ah, come on jetzt. Das hat eben auch geklappt. Das hat eben... Ah, ja, es blockt die scheiß Wand.
Wieso klappt das denn jetzt nicht mehr? Ich fühle mich verarscht. Die blöde Wand geblockt. Ach komm schon. Einmal nochmal. Nervend. Man. Ich kenne einen guten Trick. Geht eh nur noch um die Secrets. Meine Güte. So. Ich will nämlich nur hier hin. So. Hier spiele ich dann wieder regulär. So, wir brauchen die BFG nämlich noch. Und die ist hier. So, hier ist die BFG. Und damit sind es drei so eine Fettis nicht mit einverstanden. Aber die müssen sich dem fügen. So. Ganz im Ernst, für sowas brauchte ich mich jetzt da nicht abquälen. So. Okay. Und das Ding, dann haben wir hier den Teleporter. Sind hier wieder. So. Dann fahren, sag ich schon. Gehen wir ins Exit. Da muss ich ja wohl übel hier durch, oder? Oder konnte ich auf... Nee, wo war das blöde Exit denn jetzt noch? Ach, ich weiß es doch nicht mehr. Ja, ich das jetzt noch wieder finden würde, wäre das cool. Aber ich muss diesmal ja nicht so eine blöden Raketen einsammeln. Dann müsste ich das ja eigentlich relativ schnell schaffen, hier durchzukommen. Ach, Mensch, wenn ich den eigentlich vergessen würde. Na, es läuft alles schief, wie immer. So kann man aus einem kurzen Part einen langen machen. Spielzeitstreckung. So. Gut. Na, geh erstmal wieder hoch. So, nun haben wir hier das Exit, ne? Oder wo genau? Ich speichere lieber nochmal sicherheitshalber. Dass ich hier wieder irgendwas versau? So, ne. Ah, ne, das ist der. Wo war denn jetzt das Exit, verdammte Hölle? Ach ne, ist auf der Ecke irgendwo, ne? Ja, hier. So. Okay. Damit Gebrüll! So. Dann haben wir's ja. So. Ja, Precipice, naja. Es war komisch zu spielen, das Level. Aber als es dann begehbarer wurde, war es dann doch wieder ziemlich nice. Dann ging das auch eigentlich vom Platz her wieder. Aber der Anfang war so schwerfällig, weil man da so eingeschränkte Bewegungsfreiheit hatte und man natürlich auch nicht nach oben und unten gucken kann. Das war dann, ja, nicht ganz einfach. Nicht ganz bequem zu kämpfen. Ja. Ansonsten aber auch ein nettes Level, aber wir hatten schon bessere. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das Level schlecht war. Es war ein sehr gutes Level, auch wieder. Ja, und als nächstes haben wir, ja, Crush Death. Crush Death, das hört sich ja so ein bisschen an, als würde es da viele Quetschmaschinen geben, aber ja. Lass uns gespannt sein. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.